Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Angezockt. Ich weiß jetzt, entweder mache ich zwei Videos oder ich mache ein Video. Ich habe gestern schon versucht aufzunehmen, aber bei Storys ist dann eine Stunde zusammengekommen, bei Final Cut 2 Stunden. Wir wollen This War of Mine spielen. Den einen oder anderen kommt das vielleicht bekannt vor, weil es gab schon mal für die PS4, also es ist jetzt PS5, This War of Mine, This War of Mine, The Little Ones. Das ist eine Erweiterung, wo dann auch Kinder mit bei sind. Es kam eigentlich für den PC raus. Und jetzt haben wir die Final Cut Version für PlayStation 5. Also Final Cut und Stories. Ich würde sagen, wir fangen mit Stories an. Es ist sehr düster, man muss schwierige Entscheidungen treffen. Ich warne euch gleich vor. Also für abends ist das jetzt nichts. Das ist eher so für tagsüber, wenn ihr alle tellt, ist kein Problem. Aber, Entschuldigung, abends ist es mir dann auch zu düster. Das habe ich gestern gemacht. Ich mache das mit dem Kind lieber nicht. Ich mache dann lieber das. Mal gucken, wie das anfängt. Wie gestern habe ich eine Radiostation angefangen. Die Story ist halt belagerte Stadt, Außenfeinde. Innenfeinde, die eigenen Truppen innen und außen auch noch. Und ja, du kannst überfallen werden von Gegnern und von Freunden. Denn dein Haus kann. Oh, ich bin jetzt hier zu Fuß unterwegs. Also normalerweise habe ich immer im Haus angefangen. Ist okay, ein deutsches Audio. Man hat nur Sound und Texte, die auch nicht mit irgendwelchen Pop-Up-Geräuschen aufploppen, wie ihr gerade seht, um diese düstere Atmosphäre halt nicht zu unterbrechen. Man hat verschiedene große Rucksäcke, also je nachdem, welcher Charakter ihr gerade spielt, habt ihr verschiedene Rucksäcke, also beziehungsweise jeder kann halt unterschiedlich schleppen. Bei dem, wo ich gestern gespielt habe, mit dem Radiomoderator, der hatte halt einen verletzten Fuß. Ich komme mit der Steuerung immer noch nicht so. Und dadurch konnte der sich nicht so richtig bewegen. Man läuft einfach nur links, rechts. Hoch runter, logischerweise. Und ich will immer, wenn ich die Treppe runtergehe, will ich immer so rum um die Treppe oder so, um zur Treppe lenken. Aber man muss einfach nur in die Nähe von der Treppe gehen und nach unten, also dann nach unten, das geht automatisch runter. Das hat auch kein HDR. Ich nehme jetzt hier mit ganz normal 4K mit einer hohen Bildrate auf, damit ihr so nah wie möglich am Geschehen seid. Hat so einen Zeichenlook, das Spiel. Im Gegensatz zu damals wurden die grafischen Effekte ein bisschen verbessert, also vom Schneesturm, vom Wind und so einige Sachen wurden halt verbessert. Ihr könnt verbluten, ihr könnt verhungern, ihr könnt verdursten, also ihr müsst Essen, Trinken müsst ihr besorgen, ihr müsst Güter besorgen, um die Hütte warm zu kriegen und die Hütte aufzubauen, euch Sachen zu bauen, um halt am Leben zu bleiben. Auch die Lichteffekte wurden ein bisschen verbessert. Das ist jetzt unser Haus, das ist ziemlich dicht, aber wenn man jetzt zum Beispiel so ein Hochhaus sieht, wo dann halt Sachen nicht so dicht sind, da muss man dann erstmal überall die Löcher stoppen, damit die Leute nicht eindringen und damit es halt auch windgeschützt ist. Ich werde jetzt mal
Oh ja, Schnee nehmen wir mal mit, den können wir zu Wasser machen. Dann bräuchte ich aber einen Herd. Oder ist ein Herd hier? Alles soll, wenn ihr unterwegs seid, habt ihr halt nicht so viel Platz. Kommt halt darauf an, welchen Charakter ihr habt. Zu Hause, sobald ihr zu Hause seid, ist alles bei euch im Lager. Wird sofort ins Lager gepackt. Und ihr habt, wie ihr unten links sehen könnt, beim Kühlschrank und oben, nee, zweite Stock an dem Verbandskasten. Da ist jetzt 000. Unten ist auch 000. Das sind die Lebensmittel, die wir vom Plündern haben oder hier irgendwo finden. Und das ist der zentrale Ort. Da ist das immer zu finden. Und da könnt ihr dann essen, trinken. Ihr könnt auch alle Eimer mitnehmen oder alles mitnehmen. Oh ne, wir wollen hier nicht spoilern. Wir wollen hier wirklich nur... Nur durchgucken, schnell. Weil gerade bei so einen Sachen möchte ich halt nicht spoilern, da... Das alles. Er ist immer noch verletzt. Oben ist ein kleiner Wärmeheizteil. Oder so ein kleiner Ofen. Der ist aber nicht zum Kochen. Das ist ein bisschen, also das ist ein bisschen komisch gemacht. Wir haben hier was zum Wärmen. Könnt ihr es zum Wärmen aber nicht nehmen zum Kochen. Wir sollten die Temperatur halt im Auge behalten und über 10 Grad halten. Wir können hier auch noch kein verbessertes Heizgerät machen. Da brauchen wir so ein Thermometer. Das habe ich gestern auch nicht geschafft. Wir können Heizzeug herstellen und ein Herd können wir herstellen und ein Bett können wir herstellen. Eine Werkbank können wir auch herstellen. Die Herstellung hochwertiger Gegenstände. Ja, eigentlich würde ich sagen, als erste Ditte. Aber wir haben hier ein Herd, was wir herstellen können. Wasserfilter und Brennmaterial. Und einfaches Heizgerät ist ja schon oben.
Da haben wir ja auch eine 1 stehen. Ein Bett haben wir auch noch nicht. Das ist zum Kochen. Das machen wir mal in der Nähe vom Kühlschrank. Der pennt jetzt nämlich auf Paletten. Ein Bett wäre natürlich besser, weil dann kann er besser und schneller einschlafen und ist schneller erholt. Und dann werden wir die Nacht bald rum haben. Dann werden wir gucken, also wenn die Nacht kommt, dass wir irgendwo plündern können. Und die Arznei und Lebensmittel. Destillierer. Regenwassersammler. Ja, wir haben Schnee. Brennholz und ein Filter. Gut, dann stellen wir für Wasser her. Da brauchen wir nämlich auch Filter für. Aber so haben wir Regenwasser, was halt, beziehungsweise Schnee, was wo Wasser herkriegen und wir können Wasser abkochen. Ich denke mal als Handelsgut ganz gut. Bett haben wir nicht mehr. Dafür geht Teile drauf, dafür geht Holz drauf. Wir bestellen mal viermal Holz hier, also zum Wärmen. Es ist schon bei plus 5 Grad. Schon gerade runtergegangen. Können wir nicht weiter herstellen. Wir brauchen Teile und Holz für ein Bett. Schön. Vor der Nacht haben wir es geschafft, auf 10 Grad zu kommen. Den lassen wir lieber pennen, der kann nicht plündern. Mit der werde ich plündern gehen. Etwas Lebensmittel, etwas Materialien, etwas Medikamente, eine Menge Waffenteile, eine Menge Teile. Etwas Materialien, etwas Waffen, eine Menge Teile. Materialien, Waffen. Ist soweit. Aber hier ist der einzige, wo Lebensmittel ist, bei der Baustelle. Ja, da werden aber so viele sein.
Moment. Da kann sie rüberspringen da hinten. Ein Sägeblatt um. Das kann ich erst machen weg. So. Mist. Hier nicht weiter plündern. Wieder mit der Treppe. Aber hier ist schon mal schön zu wissen, hier haben wir viele Ressourcen, auch Holz und hast nicht gesehen. Wenn wir unsere Hütte weiter erweitern wollen, verbessern wollen, können wir die hier holen. So. Ich habe nur Zwimmerholz, scheiße.
Also das kommt auch vor, so was Nettes, dass ein Freund der Familie mal vorbeischaut. Oder dass irgendwelche im Nachbarhaus gesehen haben, dass da in dem Haus jemand ist und bringen dir halt ein bisschen Obst vorbei. Immer noch sehr hungrig, schwer krank. Ja, wir brauchen Medikamente. Und Holz. Ja. Achso, warte mal. Ausreichend, um die Bude warm zu kriegen. Müssen wir im Nachbarhaus plündern hier. Baustelle ist mir zu gefährlich. Ich brauche unbedingt Lebensmittel. Ich brauche Medikamente, um den Typen zu heilen. Dann kriegen wir schon einen neuen Tipp, wo wir wieder nächstes Mal plündern können. Sechsmal braucht er.
Wo ich mit dem Radiomoderator gestern angezockt habe, da wurde ich auch ständig überfallen. Oder nee, Quatsch, bei der anderen Story. Wurde ich ständig überfallen. Da waren meine ganzen Lebensmittel weg und so. Zum Institut hier. Also wegen den Bomben kommt sie da nicht hin. Wetter. Grund kommt sie auch nicht hin. Beide schlafen. Kann sie sich auch was erholen? Schuppen beschädigt, das Dach wurde zerstört. Vielleicht können wir da ja was draus machen. Scheiße, 0 Grad. Ich habe jetzt keinen Spaten. Also mit einem Spaten geht es einfacher. Also wenn wir das Haus aufwerten, können wir auch einen Spaten herstellen, ein Messer herstellen und eine Brechstange. Ein Sägeblatt habe ich bis jetzt noch nicht gesehen zum Herstellen. Ich weiß nicht, ob so Stufe 2 dann kommt. Oder... Schaffst du. Zu Ende hier. Hopp ich.
aber erstmal an die Tür. Ich wollte doch nur die Tür zumachen. Überleben, ja. Oh ja, ich brauche Verbandsmaterial, ich brauche Essen. Kräutermedizin können wir auch mal rauchen. Schnaps. Ah, Brennzeug. Was kann ich dafür geben? Waffenteile. Das. So, ja, Brennmaterial war ja auch noch. Mm-hmm.
Mann. Na, tut mir mal. Jetzt habe ich nur noch zweimal. Haben wir jetzt sechs, geht nicht. So. Ist alles geboren? Ja, ich weiß. Scheiße, ich habe die Tür offen lassen. Jetzt sinkt die Temperatur wahrscheinlich deswegen. Na ja, und wird doch später. Ist schon am Abend. Am Abend. Die ist müde. Die Nacht kommt. Hier Material für den. Mist, 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 Mist.
Ich kann gar nicht reden. Tag 5 schon. Ich habe immer noch keine Lebensmittel. Nur so ein bisschen was. Die ist schon müde, ey. Ich kann immer noch kein Bett bauen. Mir fehlen immer noch 4 Dinger. Und das ganze Holz geht immer dafür drauf. Stück. Also jetzt erstmal mit der, dass die nur hungrig ist. Thank you.
ist hundemüde. Ich muss dann eine Nacht aussetzen. Aber dann ist sie wieder sehr hungrig. Das wären jetzt Nummer 5 und Nummer 6. 6 Stück wollte der haben. Wir sollen dann zum Museum. Was machen wir denn in der nächsten Nacht? Ich will nur gucken. Ja, dann krieg ich 6 mal Feuerholz. Nachbarn ja nicht alleine lassen. Ich habe selber nichts zu fressen. Jetzt bin ich schon wieder fast eine Stunde dabei und okay, hat sich erledigt, Ruhm ist gestorben. Bude ist scheiß kalt.
Vielleicht hätte ich es mit ihm doch mal versuchen sollen, ey. Wenn ich jetzt im Museum ankomme und da ist es Lebensmittel und so, ey. Ah, da sind noch mehr Leute. Also sind wir jetzt im Museum von... Kühlschrank. Medikamente müssen ja dann auch irgendwo sein. Müssen wir nämlich jetzt erstmal so beenden, weil direkt Hauptmenü gibt es nicht. Nicht wundern, dass hier No Signal und so steht, das ist halt, weil das Menü halt von der PlayStation 5 im 4K HDR ist, das Spiel aber nicht. Und dann überprüft er erst, hat er HDR, hat es kein HDR und dann kommt dann halt immer kurz dieses Bild. Bin hier so Final Cut drauf, da bin ich nämlich schon bei Tag 11. Das ist eine ganz andere Story, also da bin ich jetzt auch in der Radestation mit dem Typen, da unten habe ich schon eine Ratten-Dings hingepackt, um Tiere zu fangen. Die hat Wunden, die habe ich auch schon einiges hergestellt, wie ihr seht. Aber leider, ich habe auch hier noch Betten, alles drum und dran. Ich habe keine Medizin, um die zu retten. Schwer verletzt. Hier habe ich Radio und einen einfachen Herd und so. Und drei Betten, dass sie halt auch gleichzeitig pennen können, falls mal was ist. Und oben habe ich noch die eine, die ist schwanger, aber die ist so lahmarschig. Die ist so lahmarschig.
call. Incoming call. Incoming call. Incoming call. Incoming call. Ich krieg keinen Anruf. Incoming call. Incoming call. Stumm. So, jetzt können wir mit dem handeln. Oh ja, Bandagen, das brauche ich auf jeden Fall. Essen brauche ich. Fleisch brauche ich. Der hat hier Teile und was weiß ich alles noch. Zucker und so. Das ist für mich jetzt eigentlich vollkommen unwichtig. Zigaretten kann er haben. Tabak kann er haben. Ja, wie kriegt er die Waffenteile hier noch? So. Mal erstmal Zucker noch dazu. Ich kann bestimmt Schnaps herstellen. Ja, Zucker. Hier haben wir noch Waffenteile. Hier haben wir noch ohne Waffe. Scheiße. Ja, handeln wir. Mist. Holzabschneider. Oh, ist doch nicht. Ich kann nicht so retten. Schwer verletzt, passiert, sehr müde. Sehr hungrig. Hungrig reicht aus. So hungrig, genau. Ich muss noch die anderen Mörder, muss ich auch noch stoppen. So, dann legt die sich jetzt hin. Er ist nur müde, sehr hungrig. Rattenfalle zugeschlagen.
Nu, ist das reingebackt hier in die Wand oder was? Seht ihr jetzt, hier habe ich zum Beispiel viel mehr Sachen, wo ich hin kann. Eine Menge Lebensmittel, eine Menge Medikamente, eine Menge Teile. Oh ja. So, dann gehen wir mit ihm hin. Wieder Wache schieben. Ach, und die Schwangere, die spinnt wieder, ey. Ah, furchtbar mit der. Die kann nicht mal Wache schieben. Die kann nix. Nix kann die. Die ist nur schwanger. Der Typ und die andere, die sind die Einzigen, die da was machen. Die Schwangere, die liegt den ganzen Tag nur da. Und kostet mich Lebensmittel und Medikamente und was weiß ich alles. Muss jetzt brutal sein. War eigentlich hier die ganze Zeit der Liebe. Aber mir bleibt momentan leider nichts anderes übrig. Wo ist denn hier was mit sehr vielen Lebensmitteln? Der hat nichts.
Also war wirklich das erste Mal, dass ich so brutal war. Sonst habe ich immer verhandeln gemacht. Oder wurde selber abgeknallt. Garantiert wieder ausgeraubt, oder? Ja. Die mir die ganze Zeit Lebensmittel. Die dumme Drecksau, Alter. Die mich die ganze Zeit Lebensmittel gekostet hat, die verlässt den Unterschlupf. Ey, so eine Drecksau, Alter. Nee, der muss pennen im Bett. Mit ihr gehe ich plündern. Hungrig, verletzt, traurig. Ach, die ist verletzt, aber ich muss plündern mit der. Beschädigtes. Ruhiges Haus, nehme ich das nochmal. Aber ich nehme mir Dietrich hier mit. Nichts mit viel Lebensmittel, hier ist ja kaum was. Ach Scheiße. Dafür hätte ich den Dietrich nehmen sollen. Ich wusste doch, das war. Tag 13. Marco hat Selbstmord begangen. Ach. Thank you.
Dann kann ich die wenigstens satt essen erstmal. Also satt essen lassen. Ja, mit ihr alleine komme ich da, dass der sich gleich erhängt, Mensch, er ist da nicht. Das ist halt die, wie ich euch gesagt habe, die Entscheidung haben halt nicht immer einen positiven Ausgang, die ihr trefft. Aber ich musste die jetzt überfallen. Mir blieb ja nichts anderes übrig. Ich brauchte Lebensmittel. Die Schwangere war hungrig. Sie war hungrig. Er war hungrig. Leibliches Wohl. Mhm. Verletzt, deprimiert, müde. So, dann legen wir mit dir erstmal hin. Dann machen wir uns gleich mal zum Hauptplatz auf hier, wenn wir schon so weit weggehen. Vielleicht finden wir ja welche. Tauschen. Thank you.
einmal Verbandsmaterial gekriegt. Also hier können wir dann schön tauschen. Das ist so gut. Aber vielleicht habe ich ja Glück und krieg hier, kann jetzt mit dem Verbandsmaterial sie komplett heilen. Das ist die nächste, die mir verreckt. Ah, guck mal, jetzt kann sie schon wieder vernünftig rennen. Tag beenden. Jetzt ist sie nur noch müde, also jetzt gleich nicht mehr. Ja, nur noch verletzt, bandagiert und deprimiert. Schwere Bombenhagel, da konnte ich nirgendwo hin. Wir wurden ausgeraubt, ja. Schweine. Muss mal gucken, ob es die gleiche Baustelle ist. Sieht ein bisschen anders aus. Hört sich aber an, als wenn es hier bei mir irgendwo in der Nähe ist diesmal. Aber da sind die Geräusche nicht so klar. Oben sind welche. Das spart mit dem sein. Könnte so ja sein, dass oben die Scharfschützen sind. Ja, das kommt von oben. Ja, der ist da rum. Ich mache das erstmal frei, dass ich da habe ich eine Möglichkeit zu verstecken. Und dann gehen wir irgendwann, dann kommt das einfach hier hoch, da hoch. Schleichen.
schalte mal eben Scharfschützen vielleicht aus. Und wenn ich sterbe, bin ich ja sowieso schon fast tot. Okay, da war nichts großartig mit Kämpfen. Ich bin tot. Du hast nicht überlebt. Du hast 16 Tage lang überlebt. So, dann können wir hiermit nämlich auch einen Cut machen. Nach anderthalb Stunde. Ihr seht, man kann viel machen, man kann viel herstellen. Ihr könnt auch noch viel mehr herstellen. Wenn ihr das Haus immer weiter verbessert, bekommt ihr bessere Sachen. Man darf sich halt nur nicht so weit in die Gefahr begeben. Ihr bekommt immer wieder neue Orte dazu, wo ihr plündern könnt. Bei alten Orten kommen auch irgendwann wieder Sachen dazu. Wie gesagt, die Händler habt ihr ja auch noch und so. Es ist ein sehr düsteres, sehr makaberes Spiel, wie ihr da auch gerade seht, die Bilder. Die Entscheidungen sind nicht immer leicht zu treffen. Und ja, mit den Konsequenzen müsst ihr dann leben. Ja, wie Marco verstorben und so. So, nichtsdestotrotz verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.